Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch, Version 1.4, Entschuldigung, und Version Produktion 1.5. Mal gucken, wie hier klarkommt in der engen Kurve hier. Dass er nie alles macht, das war mir eh klar, aber damit kann ich leben. Hauptsache, er kommt hier rum. Gut, das war eigentlich vorprogrammiert, aber mit dem machen wir nicht mehr erst die Punkte hin, ne? Ja, aber das war halt so, ne? 0 mm aus rausgehen, dann haben wir einen Scheiß. Und zwar Lenkung. So. Ja, der Zaun gehört dazu, sagt man so, ne? Das ist leider so. Heißt hier leider. Das nur, dass die Kurzstreckenfahrer nicht immer gut klarkommen in der Kurve. Das ist das einzige Problem. Ansonsten ist das kein Thema, ne? Gut, das ist dann ein anderes Thema. Also Zaun ist notwendig, reine Deko, ob das irgendwas mit Kollision haben muss, ist eine andere Frage, aber es schaut jetzt erst, ne? Man muss es so nehmen, wie es ist. So, was haben wir jetzt noch zu machen? Also das ist, läuft. Die Aussaat läuft auch. Kann man wieder düngen, kein Thema. Hier sieht man das nicht. Oh, Unkraut auf 17 steht nicht. 18 so viel, nichts und da kommt so viel. Da muss wieder her. So. Mais. Mais wollten wir machen. 19. Ach, der war ja einer bei der BGH. Wir waren schon da. Hey, das BGH ist da unten. Ja. Ja, immer so viel Sachen immer macht, ne? Hat das nichts. Aber dieser Flügen und Aussaat, das kann der Kursplayfahrer allein machen. Zum Glück. Sonst hätten wir Probleme. Gut, dann müsste man Helfer arbeiten lassen. Also hätte man halt mit einem kleinen Gerät gearbeitet. Ne? Hier muss auch noch gepflügt werden. Und was können wir hier rein so bringen nach Mais? Ja, wir werden früher Soja und Dings anders aussehen. Und oder Sonnenblumen, das werden wir machen. Aber pflügen können wir schon mal. Können, müssen nicht. Jo. Mal sehen, wenn ich eine Grafikkarte eingebaut kriege, dass ein bisschen mehr Reserve da ist. Ne? Obwohl es noch keine Meldung kommt, dass es Probleme gibt. Nur dazu sagen, könnte man ganz kurz gucken, also auf Leistung, was der genau nutzt von der Grafikkarte. Video Encode und 3D und Speicher ist bei geschätzten 4 GB. Ah, das passt schon so. Alles im grünen Bereich. Wie gesagt, ich habe ja noch eine andere Grafikkarte. Ich habe mir mal geleistet mit einem neuen Rechner und war eigentlich riesen enttäuscht, dass die Leistung nicht passte vom LS, dass ich immer Abbrüche hatte und ich habe mir einen Mensch, woran könnte das bloß liegen und so, ne? Kann doch nicht sein. Top-Grafikkarte in Anführungszeichen zum damaligen Zeitpunkt hoch gefragt. Also die hat bei Amazon mehr gekostet, als ich neu gekauft habe. Wahnsinnig, dass man die sowas kaufen. Weil wenn ich was kaufe, kaufe ich dann mit Möglichkeit den neuesten Stand. Ne? Oder ist ein Sonderangebot, wo es ein bisschen weniger ist. Ansonsten das Neueste, wenn es geht, was man kriegen kann. Sei denn, es ist extrem teuer, dann natürlich nicht. Aber wenn ich sage, nee. Gott. 2000 Euro wollten sie für die 1080 haben. Ti mit 11 GB. Die haben eine Spinde wohl. Und vor allem die Gebrauchte, weiß ja gar nicht, was die gelaufen ist schon. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, ne? Wenn jetzt so wie ich jetzt, ja nicht gerade Hardcore, aber halt an der Grenze gespielt habe, mehr oder weniger, und das mit OBS immer so an die, ja. Naja, gut. Naja, Grenze ist übertrieben.
Also, jetzt sind wir bei 50%. Das ist auch nicht so, dass man sagen muss, ob jetzt zu heiß ist und so ist, ne? Also Temperatur hat es aktuell 57 Grad. Da ist die andere Grafikkarte heißer, also die 1060. Aber das ist schon eine ältere. In Anführungszeichen. Bei mir ist nichts alt, normalerweise. Habe den alten Rechner mal gekauft mit zwei Grafikkarten, dann war ich aber nach einem gewissen Zeitpunkt unzufrieden und habe mir dann entschieden für eine und die war besser gewesen als die zwei zusammen. Wahrscheinlich weil die ganzen Systeme neuer waren, ne? Also Prozessoren und all sowas. Neuesten Stand halt, naja, neuesten Stand, das war auch eine günstige Grafikkarte, ne? Also keine teure. Nur der hat mir eine andere für diesen Rechner ein teures überlegt. Ne? Da habe ich auch schon. Heftig, heftig, ich dachte, heftig, wieso muss so teuer sein, ne? Weil auch gerade dieser Boom war für den dusseligen Bitcoin schöpfen. Also man muss schon sehr viel verdienen, wenn du jetzt so einen Rechner einen Tag und Nacht laufen lassen willst. Also da brauche ich ja nicht nur Strom, das ist ja auch Verschleiß, ne? Und dann hast du irgendwann hinüber. Und so viel Geld kannst du gar nicht verdienen. Da muss ja nach einem Jahr der Rechner wieder reinkommen, so ungefähr. Und das ist ja in Anführungszeichen nicht möglich, denke ich mal. Ich liebäugle jetzt auch schon wieder, aber nee, ist Quatsch. Lass den Finger von. Halb 12. Naja, heute Nachmittag habe ich viel Zeit für OBS gebraucht. OBS Labs, ne? Ja, und hat mich gewurmt, wo ich die ersten Mal die Aufnahmen gehört habe bei der dem Titeltext. Mann, hat mich geärgert. Ist das andere leer? War super. Komme ich zu nix? Bin schubst, ne? Sonst hackt der Reifen bei der Brücke fest. Das geht auch nicht. Oh, Anhänger. Komme nicht vor, nicht zurück. Ja, nutzt auch nichts, ne? Muss aufgefüllt werden. Wo sind wir noch stehen geblieben? Ist noch viel? Ja, ist viel. Dünger, ne? Ja, nutzt auch nichts. Ja. Nee. War schon richtig. Zusammenklappen. Ja, ist halt so, ne? Also Überladewagen deswegen holen ist auch Blödsinn. In Anführungszeichen, aber vielleicht ist da noch Dünger rum. Muss die eh, na gut, ich will die eh alle leer machen vorher. Weil kann man sie noch ein Lager fahren zur Not, ne? Na, Flüge. Ups, mal, ups. Ja.2787 Megabyte auf dem Arbeitsspeicher. Das ist auch heute recht viel, ne? Naja, aber die Daten da, also sehr interessant zu wissen, was so ein Spiel an Ressourcen braucht, ne? Also, weil immer beschwert wird, Prozessor, ja, wird zu viel genutzt.
Aber aktuell 18,1%, also da stecken noch Reserven, ne? Obwohl hier FPS 41, 42 ist, 43. Aber die Grafikkarte ist bei 50%, also von daher muss es andere Gründe geben dafür, ne, dass es nicht so perfekt läuft, ne? Also die Grafik kann es dann da nicht sein, ne? In Anführungszeichen. Die dann zu schwer wäre theoretisch, aber ja, kenne ich mir nicht so aus. Vielleicht kommt dann noch ein Update. Aber wie gesagt, wenn die Konsolen so schwach sind, da ist schon ein Knackpunkt für allgemein, ne? Schauen wir da oben ein paar Dünger rumliegen da oben. Können sein. Dann brauchen wir keine kaufen. Nein, alles weg. Haben die anderen was drinne? Aber wir kaufen neu. Zur Not wird später alles ausgeleert und dann in den neuen reingetan. Tank ist voll, ja. Gut. Kalk wollen wir keine haben. Ja, Dünger herstellen wäre eine Option. Mist und Gülle hätten wir genug. Aber ob es das jetzt lohnt, ist die andere Frage, ne? Verkaufen wäre eine Option. Später. Was kostet so ein Ding überhaupt? So, Badelager habe ich auch keins. Düngerherstellung 120.000. Ja, das mit Geld habe ich nicht. Also 120.000. Was würden wir für Dünger kriegen? Dünger. Dünger, Dünger, Dünger. Für Dünger kriegen wir 1000. Ne, das ist Diesel. 1130 zurzeit. Ich meine, das ist besser wie Missverkauf bei der BGH, ne? Und das können wir auch verwerten. Das werden wir noch machen heute. Sobald, heute Zeit? Ja, ne, heute nicht mehr. Das soll reichlich überlegt werden. Also, ja, dann müssten wir gleich Förderband für Mist besorgen. Das andere brauchst du gleich probieren. Gülle haben wir einen da, einen grünen. Ja, den gucken wir gleich nach. Wir müssen den immer fahren lassen. Machen wir nächste Folge, machen wir dann Ding fertig. Also Produktion von Dünger. Dünger brauchen wir sowieso immer. Und dann, ja, wenn wir mal auch zumachen, ne? Ja, und dann. Man, das Kaufen nicht das Problem. So teuer ist es auch nicht, aber wie viel es ja verkaufen kann. Und wenn man es verkaufen kann, können wir unsere Gülle und unsere Mist veredeln. Wir müssen irgendwo anfangen. Denn, wir müssen da lang fahren. Sie fahren ja da oben lang. Später geht es noch einen anderen Acker weiter hier, da können wir noch Gerste aussehen. Ja, da war Hopfen. Mal gucken, was Hopfen und Hopfen machen kann. Ne? Also da könnte man vielleicht noch Gerste aussehen. Ja. Hopfen ist ja kein Getreide normalerweise. Ja, Öl. Ja. Öl sind aber auch nicht. Aber also Hopfen kenne ich so nicht von früher, also wüsste ich jetzt nicht. Was einordnen könnte. Gewürze passt ja auch nicht, das ist ja eine Blüte, die man verwertet oder eine, ja, Blüten schon, aber halt nicht den Samen, da haben wir schon fertig, aber nicht den Samen, das ist ja Hopfen, wird ja geerntet als rohe Blüte, kann man sagen, die praktisch keinen Samen ausgesät hat, angesetzt hat, weil man macht es ja von vornherein so, dass keine männlichen Blüten in der Nähe sind. Also, das wäre, wie hat mal einer im Fernsehen gesagt, das wäre die Katastrophe. Sicherlich werden sie sicherlich auch mit Samen haben, um das entsprechend Saatgut zu produzieren dafür. Aber ich denke mal, die Masse wird ohne Blüte auskommen müssen, also ohne Samen. Also wird man die Blüte als ja,
Ja, wie eine trockene Rose, so ähnlich muss ich das vorstellen, denke ich mal. Dass man die Rose nimmt, ohne dass da jetzt, ja, die Hagebutten entstehen. Also Hagebutten ist ja im Prinzip der Samen von der Rose. Und wenn das Hopfen, der Samen, also Rose kein, im Prinzip keine Befruchtung kommen würde, durch eine Biene oder dergleichen, ne? Oder andere Insekten, dann wäre das ja im Prinzip so, dass die Rose, die Blüte, dann entsprechend vertrocknet. Und dann wäre das ja, wenn man das konserviert, hätte man vielleicht ein bisschen Duftstoff und ein bisschen Rosenöl, nennt man sogar. Und das kann ich mir vorstellen, dass da auch ein bisschen Öl im Spiel drin ist. Was man dann entsprechend in geringer Form fürs Bier haben möchte. Aber da müsste ich googeln, also. Ich weiß nur, dass das Zeug kurz nach der Ernte schnell wie möglich luftdicht abgeschlossen werden soll. Am besten zu Pellets pressen, dann in kleineren Foliensäcken einschweißen und Vakuumprinzip und dann ist es lange haltbar. Und wenn man eine Menge braucht, nimmt man halt einen Sack und kippt da rein, ne? In die Brühe. So, ich trinke kein Bier, ich kann da nicht mitreden, also vom Geschmack her wäre mir das nichts. So, was wollte ich machen? Ach so. Die Folge beenden. Ja, die Folge beenden. So, Leute, mal Tschüss und winke, winke. Ciao. Ich danke mal fürs Reinschauen. Jo. Schreibt mal rein in die Kommentare, was ihr so meint. Ja, und Vorschläge habt und dergleichen. Jo. Tschüss.